Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe WNLerinnen, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar speziell für die Pflegebranche. Ich glaube, wir konnten keinen besseren Tag finden. Gestern war der, wie Sie das sicherlich wissen, der 200. Geburtstag von Florence Nightingale. Und manchmal kommt es mir so vor, als ob die Zeiten, in denen wir uns jetzt hier gerade befinden, uns ähnlichen Pioniergeist abverlangen. Und deshalb mit allem Respekt, Grüße zurück in den Alltag. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Christine Wernze. Ich bin die Gründerin dieses WNL-Frauennetzwerkes. Wir leben in normalen Zeiten eigentlich davon, dass wir uns in regionalen Treffen auch wirklich treffen und sehen. Das geht jetzt gerade nicht. Inzwischen sind uns die Webinare aber ein probates Mittel geworden, um den Kontakt mit Ihnen zu halten. Und wir sind ein bisschen dafür bekannt, dass es bei uns ohne viel Schmus vorneweg und hinterher schnell zur Sache geht. Deshalb will ich das jetzt auch so halten. Ich bin sehr froh, wenn ich mir überlege, was wir in den letzten Wochen hier alles schon für Themen hatten und ich in den letzten Tagen das Wort Insolvenz so häufig in den Mund genommen habe, wie die letzten 10 Jahre nicht, bin ich sehr froh, dass das, glaube ich, heute für uns gerade kein Wort ist, was wir so zwangsweise benutzen müssen. Nichtsdestotrotz, der Alltag verlangt Ihnen viel ab. Wir werden auch weitermachen mit diesen Webinaren. Wir haben so viel Zuspruch, dass uns das motiviert, das beizubehalten. Die nächsten Termine können Sie gleich sehen oder auch am Ende nochmal. Das werden sein der 28.05. und der 3.06. Ganz schnell noch, Sie brauchen nicht mitzuschreiben. Sie bekommen die Folien und den Mitschnitt zugestellt. Sie können gerne Fragen im Chat stellen. Wir versuchen darauf einzugehen. Und dann freue ich mich auch schon, dass ich jetzt an die Referenten wieder ein Pärchen des heutigen Tages übergeben kann. Also die Dame Martina Becker, Steuerberaterin, der Herr Matthias Volke, Verband der Ersatzkassen. Beiden gebe ich jetzt das Wort und freue mich auf das, was Sie uns zu sagen haben. Ja, dann übernehme ich jetzt einfach mal das Wort und begrüße Sie natürlich auch ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar. Unser Anliegen ist es heute, gemeinsam mit dem Herrn Volke vom Verband der Ersatzkassen die vielen Anfragen zu klären, die es rund um das Thema Krankenhausentlastungsgesetz Covid-19 gibt. Sprich den sogenannten Rettungsschirm für unsere Pflegeeinrichtungen. Ich denke, der Herr Volke stellt sich noch mal selbst vor. Die Frau Wernse sagte ja bereits, ich bin Steuerberater und tätig in der ETL-Gruppe und würde dann den Herrn Volke die Anfragen stellen, die sich aus diesem Krankenhausentlastungsgesetz geben und die uns immer wieder mir gestellt werden und natürlich ganz speziell immer wieder bei dem Verband der Ersatzkassen ankommt. Herr Volke, vielleicht stellen Sie sich noch mal vor. Ja, guten Tag, Matthias Volke vom Verband der Ersatzkassen. Erstmal vielen Dank auch für die Einladung und hier zu dem Gespräch und dass wir halt eben diesen Rettungsschirm vorstellen können. Ja, ich bin hier im Referat Pflege seit circa 8 Jahren tätig und ja, jetzt auch sehr stark eingebunden in diesen Rettungsschirm, der da ja auch ziemlich zügig gespannt wurde nach Ausbruch dieser Krise. Und ja, und jetzt sozusagen auch noch begleitend dabei diese Fragen, die jetzt auch in der Praxis aufkommen, dass wir das gemeinsam mit unseren Ersatzkassen klären und na, gegebenenfalls dann auch eben mit den anderen Kassenarten, dass wir diese immer wiederkehrenden Fragen auch hier beantworten können, damit dann für alle Beteiligten so eine gewisse Verfahrenssicherheit besteht.
Ja, dann starten wir. Auch hier noch der Hinweis, Sie brauchen nicht mitschreiben, aber bekommen Sie den Mitschnitt zugesandt. Aber wir stellen die Fragen und Antworten auch nochmal in unser EDL-Net ein. Und beziehungsweise Sie können sich dann direkt an mich wenden oder an Ihren Steuerberater von unserer EDL-Gruppe, um diese Fragen und Antworten nochmal in schriftlicher Form zu erhalten. Starten wir mit der ersten Anfrage, die uns gestellt wird. Welche Aufwendungen werden überhaupt durch dieses Krankenhausentlastungsgesetz erstattet? Also grundsätzlich sind das Aufwendungen für die für Sachmittel oder für Personal anfallen. Also das zu den Aufwendungen, zu den Mindereinnahmen kommen wir sicher noch später. Aber diese Mehraufwendung für Sachmittel und Personal, das ist eigentlich das, was hauptsächlich da finanziert werden kann. Sofern diese nicht irgendwie aus anderen Töpfen sozusagen schon gezahlt werden. Sozusagen die anderen Leistungen, zum Beispiel Infektionsschutzgesetz etc., die sind dann vorrangig zu behandeln, aber alles andere dann über den Pflegeschutzschirm. Wir sind ja auch im Austausch mit diesen Fragen, auch mit dem Bundesministerium für Gesundheit, die ja letztendlich diesen Pflegeschutzschirm konstruiert haben und da auch das letzte Wort haben, was damit gemeint ist. Da vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass hier auch das Wirtschaftlichkeitsgebot nach wie vor gilt. Das ist aber speziell, wir haben ja immer wieder das Thema Sachmittel, auch Schutzkleidung. Das ist schon vor dem Hintergrund zu sehen, dass da die Preise jetzt auch natürlich sehr stark angestiegen sind. Damit ist halt nicht gemeint mit Wirtschaftlichkeboten, dass der herkömmliche Preis mit, weiß nicht, 7 Cent für eine Atemmaske. Ich glaube, da ist jedem klar, dass das halt die Preise jetzt auch gestiegen sind. Und dass man das speziell auch, also entsprechend dieser aktuellen Preislage dann auch beantragen kann, also diese Kostenerstattung geltend machen kann. Ich glaube, da wird es dann auch bei der Prüfung auch in Abstimmung mit den Pflegekassen dann das entsprechende Augenmaß geben. Aber grundsätzlich gilt hier auch das Wirtschaftlichkeitsgebot. Gut, danke. Dann wäre die nächste Frage, die uns natürlich immer erreichen und die hier gestellt wird: Welche Personalaufwendungen können überhaupt erstattet werden? Welche Personalaufwendungen zählen in diesen Rettungsschirm rein? Also diese Personalaufwendungen, die erstattungsfähig sind, sind grundsätzlich die, die wirklich jetzt auch im Zusammenhang mit der Krise dann auftreten, also sozusagen Corona-bedingte Personalmehraufwendungen. Das können zum einen die eigenen Personalausfälle sein durch Erkrankung oder so Quarantänemaßnahmen. Das kann aber auch dann der erhöhte Personalbedarf sein, wenn man für die Erfüllung der sozusagen bisherigen Leistung halt einfach mehr Personal braucht. Der Zeitraum ist ja grundsätzlich jetzt gesetzlich erstmal befristet. Also das gilt für den Zeitraum vom 1. März, auch rückwirkend möglich bis zum 30.09.2020. Das kann dann auch gegebenenfalls noch verlängert werden. Das würde dann eben durch eine Verordnung passieren. Aber das sind grundsätzlich diese Personalaufwendungen. Das kann dann verschiedene Formen annehmen, also entweder halt Mehrarbeit, Neueinstellungen, Stellen aufstocken oder auch Einsatz von Leiharbeitskräften zum Beispiel. Oder auch insgesamt ein erhöhter Bedarf von oder Inanspruchnahme von Fremddienstleistungen. Vielleicht auch noch, was hier sozusagen erstmal nicht drunter fällt, ich glaube, da kommen wir später noch drauf, ist, wenn hier sozusagen Prämien ausgezahlt werden oder besondere Bonuszahlungen für die Mitarbeiter, weil man hier jetzt sozusagen noch ein eigenes Gesetz gerade entwickelt. Das ist ja dann kommt ja dann später noch in unserer Tagesordnung. Das war
dass die aber jetzt über den Pflegeschutzschirm jetzt erstmal nicht abrechnungsfähig sind. Ja, danke. Die nächste Frage, die sich uns immer wieder stellt, welche Mindereinnahmen werden durch dieses Krankenhausentlassungsgesetz überhaupt erstattet? Was können wir da unseren Teilnehmern berichten oder Ja. diese Frage beantworten? Also für die Mindereinnahmen gilt erstmal auch derselbe Zeitraum. Alles, was an Mindereinnahmen vom 1. März bis zum 30.09. anfällt, kann hier geltend gemacht werden. Mindereinnahmen ist eigentlich vom Prinzip die kompletten SGB-11-Leistungen inklusive Ausbildungskosten, Unterkunft und Verpflegung. Auch diese Eigenanteile, die ausfallen im vollstationären Bereich, auch Entlastungsleistungen im Bereich der ambulanten Pflege. Und für die ambulanten Pflegedienste gilt das ja hier auch für die häusliche Krankenpflege. Da gibt es dann sozusagen noch einen Austausch auch über diese SGB-5-Leistung, was die Finanzierung angeht. Das muss dann sozusagen anteilig behandelt werden, je nachdem, wie viel Anteil SGB-5-Leistungen dann auch erbracht wurden. Erstattungsfähig sind dabei dann auch Mindereinnahmen, die also zum Beispiel im ambulanten Bereich, wenn Pflegebedürftige tatsächlich erkranken oder auch die Leistung nicht in Anspruch nehmen, dass der Pflegebedürftige absagt aus Angst vor einer Erkrankung sozusagen. Das kam, glaube ich, auch häufig vor. Ja, oder halt, dass tatsächlich denn das Personal ausfällt und man dann sozusagen weniger Leistungen auch anbieten kann. Und für den stationären Bereich gilt das natürlich auch, wenn Einrichtungen dann durch behördliche Anordnung geschlossen wurden. Also wir haben ja gerade in den Tagespflegen war das ja auch komplett, also alle Tagespflegen davon auch betroffen. Aber auch wenn hier jetzt Bewohner zum Beispiel aufgrund der Corona-bedingt nicht in die Einrichtung einziehen oder verspätet einziehen, oder auch wenn hier ein Personalausfall entsteht, der dann halt wirklich zu Einnahmeausfällen führt. Ja, und wir hatten ja auch dann oft auch so einen Belegungsstopp für ganze Bundesländer, sozusagen nicht belegte Plätze, die können dann natürlich auch geltend gemacht werden. Vielleicht hier auch nochmal der Hinweis, dass hier, wir hatten ja auch noch diese Regelung, dass nach diesem Paragraph 150 Absatz 1, dass eine Meldung erfolgen muss, wenn die Versorgung nicht sichergestellt ist. Da vielleicht auch nochmal ganz klar der Hinweis, dass das hier keine Voraussetzung ist, so eine Meldung zu machen, um die Kostenerstattung geltend zu machen. Das ist sozusagen davon unabhängig. Danke. Vielleicht von mir noch ein Hinweis. Was in diesem Zusammenhang noch als Frage gestellt wurde, die gesondert berechenbaren betriebsnotwendigen Investitionskosten nach § 82 SGB 11 sind nicht erstattungsfähig. Das vielleicht noch ergänzend von mir als Hinweis. Dann kämen wir zur nächsten Frage. Kann eine Pflegeeinrichtung die IT-Kosten für eingerichtete Homeoffice-Arbeitsplätze, wie zum Beispiel Tablets, Notebooks, Monitore, beziehungsweise die Kosten für Tablets für die Bewohnerinnen und Angehörige erstattet bekommen? Also hier muss man sagen, nein, das ist hier nicht erstattungsfähig über den Pflegeschutzschirm. Da würde ich aber an der Stelle darauf hinweisen, dass es hier andere Finanzierungsmöglichkeiten für diese Digitalisierung im SGB 11 vorgesehen sind. Und das würde dann eher hier drunter fallen, also unter diese Ausstattung zur Digitalisierung. Aber über den Pflegerettungsschirm kann das nicht ausgestattet werden. Das Einzige,
was hier zum Beispiel geltend gemacht werden könnte, wenn es hier für temporäre Maßnahmen erhöhte Gebühren oder Entgelte für die Nutzung von Tablets oder Smartphones kommt, aber nicht sozusagen die eigentlichen Geräte. Danke. Die nächste Frage wäre, sind die Kosten für spezielle Fortbildungsangebote zur Corona-Situation, zum Beispiel wenn ich Webinare besuche, die kostenpflichtig sind, oder Nutzung von entgeltlichen Datenbanken, sind diese zusätzlichen Kosten erstattungsfähig? Auch hier muss ich sagen, nein. Das würde man hier dann verankern unter die normalen Fortbildungskosten, die ja für eine Einrichtung vorgesehen sind, aber sozusagen hier nicht über den Pflegeschutzschirm, weil das sozusagen auch der Intention hier nicht entspricht. Ja. Danke. Die nächste Frage. Wir haben ja jetzt ganz neu im Jahr 2020 die Ausbildungsumlage und den Ausbildungszuschlag. Kann diese Ausbildungsumlage oder der Ausbildungszuschlag, der ja länderspezifisch verschieden weiter berechnet wird, kann dieser Zuschlag bei den Mindereinnahmen berücksichtigt werden? Ja, die Ausbildungsumlage nach dem Pflegeberufegesetz, das kann mit angegeben werden, auch wenn die jetzt so zum Beispiel erst im April dann fällig werden. Das war ja in einigen Ländern, startet das jetzt ja gerade. Grundsätzlich funktioniert der Rettungsschirm ja so, dass man immer den Referenzmonat Januar heranzieht. Aber hier würde man dann eben bei der Berechnung der Mindereinnahmen dann die neuen Ausbildungskosten mit heranziehen. Wichtig ist vielleicht noch der Hinweis, also was man so grundsätzlich für eigentlich alle Bereiche gilt, dass hier immer Doppelfinanzierungen ausgeschlossen werden und man hier bei den Ausbildungsberufegesetz oder nach dem neuen Ausbildungskosten nach Pflegeberufegesetz ja auch noch eine Spitzabrechnung erfolgt sozusagen. Und wenn es da irgendwie zur Rückzahlung kommt, dann müsste das hier gegebenenfalls dann noch verrechnet werden mit den geltend gemachten Kostenerstattungsbeträgen für über den Pflegerettungsschirm. Vielleicht kann man da an der Stelle auch nochmal sagen, dass wir da ja auch so ein zweistufiges Verfahren haben. Also die Antragstellung, es sollte ja bewusst auch sehr unbürokratisch jetzt bei den Pflegekassen gemacht werden. Dafür gibt es ja auf der Seite des Spitzenverbandes eine Übersicht, welche Pflegekasse jeweils zuständig ist und wo man den Antrag hinschicken muss. Das Antragsformular findet man da auch. Dann gibt es sozusagen, dann kann man die Kosten beantragen. Gegebenenfalls wird dann aber in einem zweiten Schritt im Zuge nächster Vergütungsverhandlung dann nochmal geprüft, diese Auszahlung, ob die sozusagen auch dem Idee des Pflegeschutzschirms dann auch entsprachen. Und das ist dann der Zeitpunkt, da kann es dann gegebenenfalls dann auch Forderungen von Rückzahlung kommen, aber auch falls der Pflegeschutzschirm nicht ausgereicht hat, können dann auch nochmal Nachzahlungen beantragt werden. So, dann kämen wir gleich zu der nächsten Frage, die sich in diesem Zusammenhang ergibt. Wie werden vereinbarte Entgeltsteigerungen oder Ausbildungsumlagen, die erst nach dem Januar 2020, also unserem sogenannten Referenzmonat, gelten, beim Ausgleich der Mindereinnahmen berücksichtigt? Also, genau, das ist so ein bisschen eine ähnlich gelagerte Frage, auch mit den Ausbildungskosten. Also wenn jetzt Vergütungssteigerungen erst im April zum Beispiel sind oder im Mai oder wie auch immer und man sozusagen eine Abweichung zum Referenzmonat Januar hat. Also man kann das dann schon bei den Geltendmachungen der Mindereinnahmen berücksichtigen. Also man sozusagen nach der Idee, was hat man hier oder was hätte man hier für Einnahmen gehabt, wenn es jetzt keine Corona-bedingte Krise gegeben hätte.
Bei der Berechnung muss man dann halt nur schauen, dass man auch für den Referenzmonat Januar das entsprechend berücksichtigt, damit da kein Ungleichgewicht reinkommt. Aber vom Prinzip, diese Vergütungssteigerungen, die können dann mit berücksichtigt werden. Danke. Unsere nächste Frage wäre, werden Vergütungszuschläge nach Paragraph 43b SGB 11 in dieses Vergütungsverfahren einbezogen? Ja, die werden einbezogen, also sozusagen, wenn es da tatsächlich auch Mindereinnahmen kommt, weil die Zahlungen dann aufhören, dann können die dann auch mit geltend gemacht werden oder beziehungsweise wenn dann, ja, wenn es halt aufgrund also ja einer geringeren Belegung dann geringere Beträge gibt, dann kann man die mit geltend machen. Die nächste Frage wäre, die uns ja viel erreicht hat: Wie wird verfahren, wenn von der Einrichtung der Referenzmonat Januar 2020 nicht als repräsentativ angesehen werden kann? Ja, also man kann das in begründeten Ausnahmefällen, ist hier vorgesehen, dass man auch einen abweichenden Referenzmonat angeben kann. Da muss man aber dann tatsächlich in dem Fall, also zum einen bei der Antragstellung, das vielleicht in einem Begleitschreiben auch schon mal begründen, dass man oder beziehungsweise in den Ausnahmefällen darstellen und dann tatsächlich mit der auszahlenden Pflegekasse das abstimmen, dass man halt, wenn jetzt zum Beispiel der Februar sich besser eignet, dass man dann einen anderen Referenzmonat nimmt. Das sollte dann aber schon nicht so sein, dass vielleicht der dann irgendwie einfach günstiger oder ungünstiger gelaufen ist. Aber es kann ja schon Gründe geben, also dass vielleicht wirklich in dem Zeitraum aus der Betrieb irgendwie verkleinert wurde oder weniger Betten belegt waren aus bestimmten Gründen, dann kann man da auch einen anderen Monat heranziehen, wenn sich das dann besser eignet. Wir hatten den Fall auch schon bei einigen Anträgen auch andersrum, dass sozusagen die Einrichtung sich verkleinert hat, zum Beispiel, dass irgendwie jetzt im Mai aus bestimmten Gründen weniger Betten zum Beispiel oder weniger Plätze zur Verfügung standen, weil der Betrieb sich verkleinert hat, dann muss man da auch am besten in die Abstimmung mit der auszahlenden Pflegekasse gehen, wenn man dann sozusagen hier weniger Ansprüche stellt. Das muss man deshalb dann mit der Pflegekasse auch abstimmen, weil das, glaube ich, in dem Antragsformular dann man gucken muss, wie man das dann im Antragsformular angibt. Da würde sich gleich unsere zweite Frage ergeben. Wie hat die Einrichtung zu verfahren, die noch gar keinen Referenzmonat hat, Januar, weil sie sich vielleicht erst im Februar oder März gegründet bzw. erst von zugelassen wurde? Wie verfahren wir denn hier mit unserem Antrag? Ja, die Frage hat uns tatsächlich dann auch relativ schnell erreicht. Und wir haben hier, das ist auch eine Frage, die dann zusammen mit dem Spitzenverband und auch in Abstimmung mit dem BMG besprochen wurde. Und man hat sich da sozusagen auf den folgenden Lösungsvorschlag geeinigt, dass man dann hier sozusagen stufenweise einen bestimmten Auslastungsgrad annimmt. Also man hat ja in der Vereinbarung der Pflegesetze ist ja schon ein Auslastungsgrad zugrunde gelegt. Und man hat dann hier gesagt, dass man im ersten Monat dann 80% hiervon veranschlagen kann oder dass man das bei der geltenden Machung zu 80% berücksichtigen kann, im zweiten Monat dann 90% des Auslastungsgrades und ab dem dritten Monat dann sozusagen, wie das in der Pflegesetzvereinbarung vereinbart wurde. Das alles aber unter der Voraussetzung, dass die Personalausstattung tatsächlich entsprechend dieses Auslastungsgrads auch vorgehalten wird. Also wenn man sozusagen auch hier stufenweise erst Personal aufbaut, dann muss man das halt also entsprechend der weniger Aufwendung dann auch dann anders angeben. Aber ansonsten gilt dieses stufenweise Verfahren in Bezug zu dem, wie das in der Pflegesetzvereinbarung vereinbart wurde.
Ja, da kommen wir zur, danke. Wir kommen zur nächsten Frage. Und ich glaube, das bewegt ganz viel von unseren Mandanten und Zuhörern. Der Haus, unsere Pflegeeinrichtungen haben ja zum Großteil von den Bundesländern diese Unterstützungsleistungen beantragt. Und jetzt stellt sich ja immer wieder die Frage, welche Faktoren verringern den Erstattungsanspruch von Mindereinnahmen? Was zählt hier alles rein und wie muss es vielleicht dann angegeben werden? Vor allen Dingen diese ersten Entschädigungen durch die Bundesländer oder Kommunen. Was können Sie da uns dazu sagen? Also ja, auch das hier grundsätzlich, das gilt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass hier also eine Doppelfinanzierung halt immer ausgeschlossen werden sollte. Sozusagen, dass ich, wenn ich aus anderen Töpfen noch Geld bekomme, dass das eben bei dem Pflegeschutzschirm herauszurechnen ist. Das gilt zum Beispiel für Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld oder Entschädigung aus nach Infektionsschutzgesetz oder auch wenn es diese Unterstützungsleistung durch Länder oder Kommunen gab, also ich glaube diese sogenannten Soforthilfen, dann ist das entsprechend herauszurechnen bei der Antragstellung, also mit dem Betrag, den man dann halt geltend macht. Wenn das sozusagen zeitlich, also wenn man jetzt schon Geld beantragt hat über den Pflegeschutzschirm und dann erst später dann diese Leistung zum Beispiel bewilligt kommen würde, dann muss man tatsächlich hier mit der Pflegekasse das klären. Also das da haben wir so ein bisschen unterschiedliche Vorgehensweise der Kassensysteme. Für die Ersatzkassen ist es überwiegend so, dass man das dann in dem nachgelagerten Nachweisverfahren dann klären würde. Also zum Beispiel im Rahmen der nächsten Vergütungsverhandlungen, dass man dann noch sozusagen dann auch so eine Abrechnung macht. Ich glaube, andere machen das dann aber auch direkt, also dass man das sozusagen sofort auch angibt bei der Pflegekasse und dass man das dann direkt klärt und dann vielleicht schon im nächsten Antrag für den nächsten Monat dann irgendwie verrechnet. Also da kann ich nur empfehlen, dann auch immer sich mit der austeilenden Pflegekasse dann nochmal abzustimmen, wenn das dann sozusagen schon bei ausgezahlten Pflegeschutzschirmbeträgen dann noch andere Leistungen kommen, wie man da dann jeweils mit der Pflegekasse am besten das abstimmt. Aber sozusagen da auch nochmal der Hinweis, die anderen Zahlungen sind alle vorrangig vor diesen Mitteln aus der Pflegeversicherung. Ja, vielleicht erstmal dazu, oder haben Sie dann noch eine Rückfrage? Ja, ich hätte. Ja. Martina, ich will dich jetzt nicht unterbrechen. Willst du erstmal weitermachen? Ich habe hier ein paar Fragen aus dem Chat, von denen ich vielleicht wenigstens zweimal stellen möchte, weil die jetzt, glaube ich, ganz gut reinpassen. Sie sprachen es vorhin an, dass die Bonuszahlung aus der Berechnung der Personalmehraufwendungen herausgerechnet werden sollte. Ne? So sind wir jetzt gerade ja alle ganz stolz auf diese 1.500 € Sonderprämie, die möglich sind. Konkret heißt das, die müssen, so sie denn gezahlt wird, aus dieser Berechnung herausgelassen werden. Herr Volker, heißt das? Ja, genau, so ist halt die Regelung. Also wir haben ja jetzt gerade dieses neue Gesetz, dieses zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung. Und da ist ja dann auch diese Bonuszahlung vorgesehen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang hat der Gesetzgeber da auch nochmal klargestellt, dass dann diese Bonuszahlungen hier nicht über den Pflegeschutzschirm abzurechnen sind, sondern dann über dieses dass hier ja jetzt eine Regelung dann gefunden wurde. Ich glaube, wir wollten das nachher dann auch noch mal ein bisschen genauer vorstellen, diese Prämienzahlung, aber das ist hier keine Leistung, die über den Pflegeschutzschirm abgerechnet werden soll.
Gibt es denn irgendwo so ein Muster, wie man sowas berechnet? Weil es gibt ja auch erhöhte Arbeitgeberaufwendungen für mehr Arbeit und so. Rechnet man die rein, rechnet man die raus? Dann, die Fragen sind jetzt schon sehr weitgehend. Ich stelle sie trotzdem mal. Also da ist mir nichts bekannt, dass man da jetzt, also zumindest auf der Seite des Spitzenverbandes, wird da sowas nicht zur Verfügung gestellt. Also wie man das jetzt genau berechnet. Oder Sie meinten jetzt nicht konkret für diese Bonuszahlung, sondern Genau, allgemeiner. allgemein mein, ja. Nee, das muss man tatsächlich dann irgendwie, also da geben die Kassen zumindest da nichts vor. Ja. Ist mir auch nicht bekannt, dass es da jetzt schon sowas gibt, wie man das jetzt genau berechnet. Ja. Also Dann diese noch Mehrauf und so, ne? eine letzte Frage an der Stelle, ehe wir vielleicht in unseren zweiten Teil rüber switchen. Und zwar, jetzt muss ich aufpassen mit den Fachbegriffen, dass ich ja nichts Falsches sage. Also, da gibt es jemanden, der hat einen Antrag gestellt, anscheinend für die Tagespflege, soweit okay. Es gibt aber daneben noch eine ambulante Pflege, es gibt nach SGB V und dann auch noch nach SGB XI und einen Zusatzvertrag für häuslich-psychiatrische Pflege. Kommt das jetzt alles in einen Antrag oder muss man jetzt vier stellen? Dürfen wir das vielleicht unterbrechen, weil wir das Okay. dann noch behandeln? Okay, gut, wir stellen die Frage zurück. Dann, Martina, ich übergebe Genau. das Wort für Teil 2. Ja. Ja, nee, wir sind noch im Teil 1 Okay, gut. mit unserer Fragestellung. Und ich würde jetzt nur noch ergänzen, unsere Fragestellung Erstattungsanspruch von Mindereinnahmen, was müssen wir minimieren? Hier noch mein Hinweis, dass wir auch minimieren müssen, diese Mindereinnahmen, und zwar um die eingesparten Aufwendungen, zum Beispiel in der Tagespflege, die sich ergeben aufgrund der Schließung durch eingesparte Fahrtkosten gegenüber den Pflegeeinrichtungen. Oder wir haben keinen Lebensmitteleinkauf. Diese Kostenersparnis sollte oder muss bei den Mindereinnahmen berücksichtigt werden. Auch das ist in dem, sagen wir, Beantragung nicht vorgesehen. Also hier sind echt die jeweiligen Steuerberater, der Mandanten gefragt, die im Prinzip das nachweisen und dem Antrag auf Erstattungsanspruch der Mindereinnahmen gegenrechnen. Ja, danke für die Ergänzung, Frau Becker. Das kann ich nur noch mal bestätigen. Also da gerade auch für dieses Nachweisverfahren, was dann im Rahmen der Vergütungsverhandlung erfolgen soll, ist es dann auch extrem wichtig, diese tatsächlichen Aufwendungen, dass man da auch das gut belegen kann. Ja. Und also wenn es dann sozusagen geringere Mehraufwendungen gibt, dann muss das halt auch tatsächlich berechnet werden, also bei den Mindereinnahmen. Genau. Da kämen wir vielleicht zu der Frage, Herr Volke, das wäre die 16, aufgrund der Zeit, die uns sonst fortschreitet, die immer wieder gestellt wird, kann über den Paragraph 50, also über diesen Rettungsschirm, die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 100%, was ja viel von unserer Politik gefordert wird, kann das hier überhaupt mit geltend gemacht werden als Mehraufwendungen? Also ja, grundsätzlich gilt hier, dass erstmal das Personal idealerweise immer anderweitig eingesetzt werden soll. Aber ansonsten kann das aufgestockt werden und bei den Mindereinnahmen dann geltend gemacht werden. Ich hatte das anders rausgelesen, bei der Nummer 16. Ja, ich muss auch noch. Nee, dann sagen Sie noch mal, wie. Hier vom Spitzenverband war dann die Antwort, die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes kann nicht als Personalaufwendung geltend gemacht werden, da dem Beschäftigten
sein übliches Arbeitsentgelt gezahlt wird und somit keine Mehrkosten des Arbeitgebers bestehen. Ja, genau. Also, Entschuldigung, genau so, so wie Sie es gesagt haben, ja. Okay, danke. Dann Entschuldigung, aber das da nochmal dann vielleicht nochmal ganz klar so, so ja, genau so wie Sie es gesagt haben. Dann käme der nächste Punkt schon, wie ist zu verfahren, wenn das Personal im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung bei einem anderen Träger eingesetzt wird? Das war ja immer so der Ratschlag, man soll nicht Personal, was ich selbst nicht beschäftigen kann, in der Tagespflege anderen Trägern überlassen. Wie verfahren wir hier? Ja, also hier auch gilt grundsätzlich wieder der Grundsatz, dass man hier aufpassen muss, sozusagen, dass keine Doppelfinanzierung erfolgt. Also man hat ja von Prinzip jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also es gibt eine Einrichtung, die das Personal einer anderen überlässt, sozusagen eine entleihende Einrichtung, die dann sozusagen diese Kosten für das Personal in Rechnung stellt und sozusagen also sozusagen der dass der die Entleiher die entstandenen Personalaufwendungen dann über 150 Absatz 2 geltend machen kann, sofern dadurch keine Mehreinnahmen dann entstehen. Und genau, und der Verleiher muss dann sozusagen bei den entstandenen Einnahmen, also die entstandenen Einnahmen bei der Geltendmachung seiner Mindereinnahmen dann eben gegenrechnen. Man kann das aber auch so machen, dass der Verleiher das Personal kostenfrei dem Entleiher überlässt und dann der Verleiher seine Mindereinnahmen inklusive der gesamten Personalkosten dann geltend machen kann. Also sozusagen beide Wege sind hier möglich. Wichtig ist halt eben nur, dass nicht beides erfolgt, sozusagen, ja. Ja, danke zu der Frage. Dann kommen wir zu der Frage, die die Frau Wernse schon auch mit eingeworfen hat, die von unseren Zuhörern gestellt wurde. Kann ein Einrichtungsträger für mehrere seiner Einrichtungen in einem Antrag die Kostenerstattung beantragen oder muss er mehrere Anträge stellen? Ja, das sind ja so, so zwei unterschiedliche Fragen. Also grundsätzlich vorhin dieses Beispiel mit den, also unter einem IK jetzt zum Beispiel mehrere Einrichtungen, also ambulante Pflege und Tagepflege oder so, dann muss pro wirtschaftlich eigenständigen Unternehmen auch immer ein Antrag gestellt werden. Es kann aber auch ein Träger jetzt für mehrere Einrichtungen, zum Beispiel, das kam häufig, glaube ich, bei der Besorgung von Schutzmaterialien vor, dass das dann ein Träger für mehrere Einrichtungen machen kann. Das sollte dann aber auch mit der auszahlenden Pflegekasse vorher abgesprochen werden sein. Und es gibt dann müssen bestimmte Sachen beachtet werden oder bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, dass dann sozusagen auch wirklich nur der Träger sozusagen oder über eine Einrichtung dann diese Abrechnung bei der Pflegekasse beantragt und dass sozusagen nicht jede einzelne Pflegeeinrichtung dann, also der einzelnen Pflegeeinrichtung dann auch nichts in Rechnung gestellt wird durch den Träger oder beziehungsweise nicht mehrfach dann Rechnungen gestellt werden. Und ja, genau, und dann ist das aber sozusagen möglich, dass dann ein Träger für mehrere Einrichtungen zum Beispiel Schutzmaterialien besorgt, die dann an die Einrichtung verteilt und die Abrechnung dann über den Pflegeschutzschirm dann stellvertretend über eine Rechnung, eine Einrichtung erfolgt. Und das muss dann in dem Zusammenhang auch zugesichert werden, dass die
dass die Weitergabe dann halt nur an die nach 72, also nur an Pflegerichtungen weitergegeben wird. Also weil wir ja auch in anderen Bereichen haben, wo wir diese Schutzmaterialien dann benötigt werden und sozusagen. Aber das ist hier dann begrenzt auf die, weil das ja Mittel der Pflegeversicherung sind, eben auf diese Pflegeeinrichtungen nach mit Zulassung nach Paragraph 72 SGB 11. Ja. Danke für die Beantwortung. Und da kämen wir zu unserer letzten Frage zum Krankenhausentlastungsgesetz. Müssen Nachweise zu den Mehraufwendungen oder Mindereinnahmen mit der Antragstellung eingereicht werden? Nein, also ich hatte ja gerade schon mal so ein bisschen zu dem Antragsverfahren gesagt. Also grundsätzlich reicht jetzt erstmal der Antrag, der da auf der Seite des Spitzenverbands auch zur Verfügung stellt. Man bekommt dann diese Auszahlung des Erstattungsbetrags mit dem Verweis, dass das irgendwie auch vorläufig ist. Und dieses abschließende Abrechnung erfolgt dann gegebenenfalls noch im Rahmen der nächsten Vergütungsverhandlung. Ja, genau, das gilt dann sowohl für Überzahlung oder Rückforderung. Also in beide Richtungen ist dann nochmal möglich, dass dann sozusagen die Beträge da so ausgeglichen werden. Hier vielleicht noch ein Hinweis von meiner Seite als Steuerberater. Bitte sprechen Sie mit Ihren entsprechenden Steuerkanzleien, dass wir bei der Verbuchung von diesen Mehrleistungen bereits im Vorfeld wissen, dass hier die Nachweise noch erbracht werden müssen in diesen, ich sage einfach mal, nachgelagerten Prüfungsverfahren und wir dann entsprechend buchen und die Nachweise schon bereitlegen, um dann dieses nachgelagerte Prüfungsverfahren doch relativ für unsere oder für die Mandanten einfach zu halten. Dann würde ich mich erstmal bei Herrn Volke für die Beantwortung der Anfragen zum Krankenhausentlastungsgesetz bedanken. Und ich denke, wir gehen dann sicher nahtlos über zu dem zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Herr Volke, Sie haben da bestimmt einige Hinweise an unsere Zuhörer zu geben oder was der Inhalt dieses Gesetzes darstellt, speziell für unsere Pflegeeinrichtungen. Ja, ich sage vielleicht noch mal so ein bisschen, genau, so generell so einen groben Überblick über das geplante Gesetz. Wenn ich richtig informiert bin, soll das auch diese Woche noch sozusagen im Bundesrat gelesen werden und dann auch in Kraft treten. Also geplant speziell für den Bereich Pflege ist jetzt zum einen, dass man diesen Rettungsschirm für Pflegeeinrichtungen auch auf die Angebote zur Unterstützung im Alltag, also diese Anbieter früher niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsleistungen, die nach Landesrecht zugelassen werden, dass hier sozusagen der Schutzschirm erweitert wird. Man hat ja hier, also der ist so ein bisschen anders konstruiert, der Schutzschirm, dass man hier sozusagen je nach Anzahl der Pflegebedürftigen, die versorgt wurden, in einem bestimmten Referenzzeitraum, das ist hier das letzte Quartal von 2019, dann schaut, welche Mindereinnahmen sind hier entstanden. Und das kann dann eben auch sowohl außerordentliche Aufwendungen, also auch Sachaufwendungen oder halt auch Mindereinnahmen bedeuten. Man hat jetzt auch vorgesehen, da ist man jetzt, glaube ich, auch schon länger dran, dass auch in anderen Einrichtungen, Versorgungseinrichtungen, zum Beispiel Reha-Einrichtungen, dann auch vorübergehend zum Beispiel Kurzzeitpflege erbracht werden kann. Da ist man, glaube ich, auch schon in Absprachen auf Landesebene gestaltet sich nicht ganz so einfach, aber vom Prinzip hat man hier die Möglichkeit geschaffen. Ich gehe da vielleicht direkt mal weiter.
dass man hier auch bei dem Entlastungsbetrag zum Einsatz des Entlastungsbetrags hier eine Regelung geschaffen hat. Ach Moment, das war eins zu weit. Also, dass die für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1, dass die den Entlastungsbetrag also zum einen auch für andere Hilfen verwenden kann. Hier wird es auch noch konkretere Angaben in Empfehlungen geben, die der Spitzenverband gerade erarbeitet. Ja, dass man halt sozusagen, eigentlich kann man den Betrag ja nur für diese also ja, oder zum Beispiel für diese Angebote zur Unterstützung im Alltag dann verwenden, die auch eine Anerkennung nach Landesrecht haben. Das hat man hier jetzt sozusagen, oder wird man das noch öffnen, dass auch dann eben andere Hilfen, also ich sag mal private Anbieter zum Beispiel, dann unter Umständen auch mit diesem Entlastungsbetrag, also dass der Entlastungsbetrag da eingesetzt werden kann. Regelung ist auch wie der andere Schutzschirm erstmal befristet bis zum 30.09.2020. Was man auch gemacht hat, dass man jetzt diese Ansparmöglichkeit, die es ja für den Entlastungsbetrag gibt, um 3 Monate verlängert hat. Also das geht jetzt zum Beispiel, wenn man in 2019 noch den Entlastungsbetrag nicht verwendet hat, dann kann man den ja normalerweise bis Juni des Folgejahres, also Ende Juni des Folgejahres dann noch einsetzen. Und das gilt jetzt sozusagen auch bis Ende September. Also man kann dann aus 2019 auch noch diese aufgesparten Beträge einsetzen. Und das Letzte, das ist vielleicht dann noch das Interessanteste, das sind die eben diese diese Auszahlung der Prämien, die geplant ist. Also dass man sozusagen hier gerade den Beschäftigten auch diese Anerkennung zukommen zu lassen, dass man hier jetzt eine Regelung gefunden hat, dass man hier Prämien für die Beschäftigten auszahlt. Ich hatte jetzt hier eine Folie, steht jetzt erstmal die Sonderleistung bis 1.000 Euro. Die kann aber dann sozusagen auch noch aufgestockt werden, entweder durch Länder oder durch Arbeitgeber. Vom Prinzip ist das für alle Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen gedacht, also auch Auszubildende oder Freiwilligendienstleistende oder Helfer oder auch Leiharbeiter, die in den Einrichtungen tätig sind. Die Beträge sind dann noch gestaffelt, also dieses, ich glaube, die nächste Stufe, also 1.000 Euro plus 500 Euro mögliche Aufstockung ist der Maximalbetrag. Dann für Mitarbeiter, die weniger in der Pflege tätig sind, ich glaube, das ist mindestens 25%, gibt es dann einen gestaffelten Betrag, und für die Auszubildenden und für die Helfer oder beziehungsweise Mitarbeiter, die nicht in der Pflege tätig sind, gibt es dann nochmal eine andere Stufe. Ja, zu dieser Aufstockung, das ist tatsächlich dann eine Länderregelung. Oder ist geplant, dass die Länder das regeln, also wer sozusagen da zuerst diese Aufstockung macht, also entweder das Land oder die Pflegeeinrichtung. Das wird man jetzt noch abwarten müssen, wie sich die Länder da positionieren. Hier wird es auch noch durch den Spitzenverband noch konkretere Vorgaben geben, wie das genau dann zu erfolgen hat oder wie diese Auszahlung dann erfolgt. Man wird sich da wahrscheinlich auch orientieren an der Aufteilung der Pflegekassen, die man jetzt auch bei dem Pflegeschutzschirm jetzt schon hat, ist aber sozusagen noch in Abstimmung. Aber dazu wird man dann, ich denke, das wird man hier auch relativ schnell regeln, dass man zeitnah zum Inkrafttreten des Gesetzes dann auch mehr über die Verfahrensabläufe weiß. Was man schon sagen kann, ist, dass die Pflegekassen das in Vorleistungen sozusagen auszahlen, also bevor die Pflegeeinrichtungen das die Beträge an die Mitarbeitenden auszahlen, die ja letztendlich den Anspruch haben, müssen die Mitarbeiter durch die Einrichtungen dann gemeldet werden an die Pflegekassen, und dann wird der Betrag ausgezahlt, bevor die Einrichtungen dann das weitergeben an die Beschäftigten. Ich glaube, da sind 2 verschiedene Zeitpunkte vorgesehen, dass man Auszahlungen so Mitte des Jahres und Ende des Jahres
hat. Also sozusagen, wer dann jetzt noch nicht bis jetzt irgendwie Juni, Juli da aktiv wird, hat dann nochmal die Chance gegen Ende des Jahres oder im Herbst. Ja. Aber das ist sozusagen der Gesetzentwurf. Die finalen Regelungen muss man jetzt dann noch abwarten, wenn das sozusagen wirklich durch den Gesetzgebungsprozess auch durch ist. Ja, danke. Frau Wernse, Christine, haben wir noch Anfragen an Herrn Folge? Hallo? Die Fragen haben wir. Ich bin jetzt, glaube ich, auch zu hören. Also während hier gesprochen wird, mache ich mir meine Gedanken und die Fragen zielen jetzt, die jetzt kommen, zielen auch darauf ab. Also irgendwann steht uns ja das Thema Nachweisführung vor der Brust und die Frage, die uns hier erreicht, ist recht lang, aber ich stelle sie jetzt trotzdem mal in voller Länge. In unserem ambulanten Pflegedienst haben wir im März im Vergleich zu Januar keinen Verlust, sondern eine kleine Steigerung zu verzeichnen. Diese Steigerung ist mit dem gestiegenen Punktwert im SGB-11-Bereich zu begründen. Wir als Unternehmen hatten damit aber auch die Auflage, höhere Löhne an unsere Mitarbeiter zu zahlen. Dieser Forderung sind wir nachgekommen und haben jetzt natürlich an der Stelle mehr Ausgaben im Vergleich zum Januar. Wie soll der Vergleich transparent dargestellt werden? Das ist jetzt mal Teil 1 der Frage. Und Teil 2 dann, wir betreuen ambulant auch eine Wohngemeinschaft für behinderte Menschen. Die Bewohner haben einen Antrag auf Mehrbedarf beim KSV gestellt und haben bis jetzt nur telefonisch die Rückmeldung erhalten, dass der Mehrbedarf betrifft die Betreuung ganztags in der Wohngemeinschaft, über den Pflegerettungsschirm bezahlt wird. Wie verhält sich das? Welche Kostensätze werden hier zugrunde gelegt? Lange Frage. Ja, ich fange mal mit der zweiten an. Also das kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil dieser Pflegeschutzschirm, über den wir jetzt hier konkret sprechen, ja wirklich ausdrücklich für Pflegeeinrichtungen sind, die halt eben diese Zulassung nach dem SGB-11 haben, also nach Paragraph 72. Die ambulanten Betreuungsdienste sind hier auch noch gemeint und man hat auch relativ früh klargestellt, dass hier auch Hospize gemeint sind, sofern sie auch diese Zulassung nach SGB 11 haben. Aber ambulant betreute Wohngruppen fallen hier eigentlich nicht drunter. Also das ist kein Teil dieses Pflegeschutzschirms. Also ich würde da eher sagen, dass diese telefonische Auskunft da nicht stimmt, weil das ja hier ein Schutzschirm für die Pflegeeinrichtung ist. Ja, mit dieser transparenten Darstellung der Kosten, das ist tatsächlich schwierig. Also da muss man dann, glaube ich, schon sagen, vielleicht nochmal diesen Grundsatz vor Augen führen, dass es hier um, ich sag mal, Corona-bedingte Mehraufwendungen geht und dann sozusagen Personalkosten steigende, die sozusagen durch so eine höhere Entlohnung dann zustande kommen, hier eigentlich nicht mit eingerechnet werden dürfen. Also da, das muss man dann bei der Berechnung dieser Mindereinnahmen dann wirklich auch so beachten, dass die dann eigentlich nicht als Mehraufwendungen dann auftauchen. Also ich glaube, das würde dann in diesem Nachweisverfahren dann doch zu Diskussionen führen. Ja. Nochmal zum Thema Mehraufwendung erscheint hier auch noch eine weitere Frage. Und zwar ist hier jemand, ich verstehe die Frage so, bezahlt diese sogenannte Aufstockung zum KUK, also wahrscheinlich über die 67 und 60% hinaus bis Höhe in X. Und dadurch entstehen ja auch Mehraufwendungen. Das ist ja letzten Endes aber eine freiwillige Zahlung der Arbeitgeber. Kann man die denn bei den Mehraufwendungen geltend machen? Also das ist eine freiwillige Leistung der
Pflegeeinrichtung? Diese Aufstockung muss man als Arbeitgeber nicht leisten. Ich sage es jetzt hoffentlich richtig, sondern kann man, sollte man sicherlich auch, wenn man gutes Personal halten will. Aber man ist nicht gesetzlich dazu verpflichtet. Vielleicht darf ich die beantworten. Das ist die Frage, die wir schon hatten. Hier hat der Spitzenverband in Abstimmung mit dem Bundesministerium der Gesundheit ganz klar geregelt, nein, Aufstockung zum Kurzarbeitergeld fällt nicht in diesen Erstattungsbetrag, weil die Aufstockung ja ganz normal auch sonst hätte als Gehalt gezahlt werden müssen. Klare Frage, klare Antwort, auch wenn sie uns vielleicht jetzt nicht gefällt. Ist sie genau doch klar? So ist es. Ja. In meiner nächsten Frage spielt diese Corona-Prämie, ich nenne sie jetzt einfach mal so, nochmal eine große Rolle. Und zwar entsteht hier die Frage erstens, ob die auch also als Teilzahlung an die Arbeitnehmer möglich ist oder nur als Einmalbetrag. Das ist Teil 1 der Frage. Und wenn ja, können vielleicht bereits gezahlte Prämien auf diese Corona-Prämie angerechnet werden? Ja, also wir hatten das diese Diskussion auch. Also zu den Teilzahlungen, also da man das ja sozusagen in Vorleistungen von den Pflegekassen bekommt, würde ich hier sagen, nein. Also das Gesetz ist ja noch im Prozess, deswegen sind diese Regelungen ja auch noch so ein bisschen im Fluss. Aber so, das ist jetzt sozusagen meine Ersteinschätzung, dass man halt hier eigentlich nur Einmalzahlung machen kann. Und dass dieses Rückrechnen dann da leider auch nicht möglich ist. Sozusagen. Also das war so die Einschätzung unserer Ersatzkassen, dass das hier jetzt erst mit dem Gesetz, wenn das sozusagen in Kraft tritt, diese Prämie sich dann wirklich nur auf die Auszahlung, die jetzt dann erfolgen, bezieht. Ist vielleicht auch nicht die Antwort, die sich unbedingt hören wollten, aber das war so die Einschätzung der Ersatzkassen. Man muss jetzt noch tatsächlich abwarten, diese konkrete Ausgestaltung des Gesetzes, und der Spitzenverband wird hier noch das Nähere zum Verfahren dann auch noch festlegen, und sobald wir da diese Unterlagen haben, kann man das, glaube ich, dann auch noch mal ganz konkret beantworten. Aber so viel zu meiner ersten Einschätzung. Ich nehme jetzt mal die letzte Frage hier aus dem Chat. Es gibt noch einen ganz eifrigen Frager, Herrn M. Ich glaube, Sie werden im Nachhinein zum Webinar noch mal vielleicht kontaktieren. Das sind doch viele Fragen, aber eine Frage scheint mir hier noch wichtig für alle zu sein. Diese Mehraufwendungen, von denen wir die ganze Zeit reden, werden die nachher zum Schluss dann unabhängig von den gestiegenen, vielleicht sogar gestiegenen Einnahmen erstattet, oder werden die dann sozusagen neutralisiert? Also, also ich weiß nicht, ob ich es ganz verstanden habe, aber also es ist schon so, dass wenn jetzt durch den, das hat man da auch in diesen abgestimmten Fragen, Spitzenverband und BMG dann schon gesagt, dass wenn man jetzt aufgrund der erhöhten Personalaufwands, was jetzt irgendwie mehr Einnahmen hat, dass man das dann natürlich dann wieder rausrechnen muss. Ich weiß nicht, ob ich da die Frage richtig verstanden habe. Also wenn man jetzt durch Mehraufwendungen dann auch... Es müssen ja nicht unbedingt auch, die Personalmehraufwendungen sein, sondern vielleicht auch die, für die vorhin schon beschriebenen Masken oder ähnliche Dinge. Es kann ja aber auch sein, dass das, was uns jetzt hier gerade alles ereilt in den Pflegediensten, zum Schluss vielleicht nachher sogar zu mehr Einnahmen führt als im Referenzmonat. Und dann wird das wieder neutralisiert, dann doch nicht die Mehraufwendung für die Masken? Also ich hab schon, so da müsste ich jetzt auch noch mal gucken, dass man halt schon, also man in dem Antrag würde man dann ja erstmal die Mindereinnahmen und Mehraufwendungen darstellen. Das
beantragt man ja dann erstmal. Und dann nachher die Einnahmen, also Einnahmen sind schon dann irgendwie da wieder rauszurechnen. Aber das würde ich tatsächlich sagen, dass man diese Fragen auch ein Stück weit in diesem nachgelagerten Verfahren dann klären muss. Ja. Okay, Also, ich wenn das jetzt gucke, tatsächlich ja. eine Mehreinnahme durch diese Leistungsausweitung ist, da hat man tatsächlich gesagt, dass man das zumindest mit den Personalaufwendungen dann verrechnen muss. Bei den Sachkosten, das Sie jetzt gesagt haben, da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Sie laufen uns ja nicht weg, Herr Volke. Ich glaube, das ruft schon nach Fortsetzung. Wir lernen ja jetzt hier jede Woche dazu. Ich bitte Sie mal noch 2 Folien weiter zu klicken, Ja. weil es hier noch ein Angebot gibt für all unsere Webinar-Zuhörer. Noch eins weiter. Ja, genau. Für all unsere Webinar-Zuhörer, falls uns Zuhörerin hat uns das Niederrhein-Netzwerk erlaubt, auf die Vorräte zurückzugreifen, falls noch Defizite bei der Schutzausstattung bestehen, dann benutzen Sie gerne diese beiden hier angegebenen Kontaktdaten. Ich weiß, die sind auch fast täglich um aktuelle und neue Preise bemüht. Ansonsten noch ein Hinweis in der letzten Folie dann auf unsere nächsten Webinare. Ich hatte die Termine vorhin schon mal erwähnt. Wir werden Sie wissen lassen, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wenn Fragen im Chat offen geblieben sind, kann es durchaus sein, dass ich mich morgen bei Ihnen melde. Dann seien Sie gewappnet, um vielleicht Ihnen doch noch eine brauchbare Antwort zukommen zu lassen, die, falls sie hier heute zu kurz kam. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich übergebe nochmal an die beiden Referenten und verabschiede mich schon bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Sollten Sie noch Fragen an uns haben, die wir heute nicht beantwortet haben, dann haben Sie meine Kontaktdaten und Sie können mich gern direkt kontaktieren über meine Handynummer oder E-Mail. Und ich werde natürlich bemüht sein, auch vielleicht gemeinsam mit dem Herrn Volke Ihre Anfragen, die wir heute nicht beantworten können oder konnten, noch hier zu beantworten. Und gern lassen wir Ihnen auch noch unsere Fragen und Antworten zukommen, auch in schriftlicher Form. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche und bleiben Sie uns allen erhalten und gesund. Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Also auch mit dem, dass wir noch im Nachhinein gerne noch Fragen klären können, die noch offen geblieben sind und auch den Gesundheitswünschen. Vielen Dank.